Moin, meine Lieben, ich bin heute wieder für euch im Burgenlandkreis unterwegs, heute in Weißenfels und ich besuche heute unsere Kamerafrau Manuela. Die macht nämlich etwas ganz Besonderes und das zeigen wir euch jetzt. Dann klingeln wir mal bei Manuela. Hallo, liebe Manu, wie versprochen kommen wir heute und wollen etwas Besonderes zeigen. Was erwartet uns heute bei dir? Kommt rein, da erfahrt ihr genaueres. Überraschung! Liebe Manu, nicht nur das Filmen ist dein Hobby, sondern du hast auch ein ganz besonderes Hobby, was den Gaumen erfreut. Und das sind deine schönen Torten, die wir ja des Öfteren auch im Insta oder im Facebook sehen dürfen. Und da haben wir gedacht, wir möchten auch mal in den Genuss kommen, diese Torte probieren und das mal anschauen, wie du das machst. Ja, Manu, wie bist du zu dem Hobby gekommen? Ja, ich habe früher mal an der Großbäckerei Burgwerm gearbeitet. Viele kennen das ja noch, die ringsrum hier wohnen. Leider hat die zu, habe dort meine Lehre gemacht. Wir haben vielleicht höchstens 3-4 Torten in den ganzen 3 Jahren gemacht. Aber dann kam irgendwann Verwandtschaft und sagte, so, runder Geburtstag steht an, jetzt musst du eine Torte machen. Und ich stand vor Herausforderungen, ich habe nie wieder eine Torte gemacht. Und so habe ich langsam wieder angefangen, Torten zu machen. Und jetzt ist natürlich, sind dem dran und alles. Und ist es gut in, komm. Ja, und sie macht Motto-Torten, also ganz tolle Motto-Torten. Und ihr könnt auch gerne eine bei Manuela bestellen. Sie macht es gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, genau, weil es ein Hobby ist. Und man kann zum 50. Geburtstag, man kann sagen, ich möchte eine Barbie-Torte. Oder man kann sagen, ich möchte gerne eine Dinosaurier-Torte. Also Manu kann wirklich alles. Und wir schauen jetzt heute mal, wie sie das macht. Und sie erklärt uns das auch ein bisschen. Schaut mal her. So, jetzt fangen wir an. Ich nehme immer meistens für eine Torte 3 bis 4 Stückchen Butter. Kommt drauf an, wie viel man oben drauf macht an Buttercreme oder wie die Dämen halt sind auf der Torte natürlich. Ich zeige die Marke jetzt natürlich nicht. 3 Stückchen Butter. Ich mache es meistens einen Tag vorher schon raus tun in meine Küchenmaschine rein. Da kann das über Nacht erstmal schön erwärmen. Und da fangen wir damit an. Die schlage ich jetzt auf ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und jetzt, wie man sieht, ist sie noch ganz, ich kann es mal zeigen, ist sie ganz gelb noch. Und wenn wir nachher wieder zeigen, dann ist sie ein bisschen weiß geworden und das ist dann die richtige Konsistenz. Da fangen wir mal an. Ja, wir machen ein bisschen Versüßung, sonst würde das so richtig nach Butter schmecken. Das ist nicht gut. Ein bisschen Süße muss schon dran. So, und das Ganze lassen wir nochmal aufrühren. Noch mal ungefähr 5 Minuten. Und dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt hebe ich das Ganze aber noch mal raus. Mache das alles schön ab. Weil die, also viele nehmen zum Beispiel Pudding, manche nehmen Kondensmilch als Buttercreme. Mein Rezept verrate ich nicht, da habe ich lange dran gedüftet. So, wie wir vorhin gesagt haben, sie ist schön weiß geworden. Jetzt wird das alles aber nochmal schön unterhebt. Dass der Rest alles, Butter, Zucker, Kondensmilch, alles schön nochmal durchgeknetet wird. Das Ganze lassen wir nochmal circa 1 Minute rühren. 1-2 Minuten. Und dann ist schon die Buttercreme fertig. So, die Buttercreme ist fertig. Schön durchgerührt, ungefähr 15 Minuten gebraucht. Wie man sieht, schön geschmeidig, glänzend. So, jetzt haben wir den Biskuitboden. Ungefähr habe ich den also in Abend fertig gemacht. Dann schön durchkühlen lassen. Ich mache immer 2 Farben, hell und dunkel, dass der Kontrast immer schön in Torten aussieht. Und ich fange jetzt, also man kann mit dunkel, hell oder hell, dunkel, dunkel, hell, wie jeder gerne hätte. Man kann auch Schachbrettmuster machen, macht aber sehr, sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Aber wir fangen jetzt mal an und machen einen schönen Kontrast rein. Und dann werden wir dann zum Schluss sehen, wenn wir es anschneiden, wie es natürlich aussieht. Biskuitboden kann ich auch das Rezept sagen schnell, wenn das mal jemand haben möchte. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ihr nehmt 9 Eier, Größe M, 60 Milliliter Wasser, 30 Gramm Zucker, ein Bäckchen Vanillezucker, 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Speisestärke, dann ein Bäckchen Backpulver und eine Prise Salz, ganz wenig rein. Circa 50 Minuten vorbacken bei 160 Grad und ungefähr, die werden 5 cm hoch, schöne Größe und dann könnt ihr so schön durchschneiden. Wie ihr seht, ich habe auch nicht immer die richtige Stärke, aber das ist eben beim Hobbybäcker
so üblich. Jetzt fangen wir an mit Einstreichen. Gibt's einen Trick beim Stück? So, ich mache immer schöne Füllung rein. Man kann zum Beispiel im Sommer Erdbeeren machen, wie es jeder gerne möchte, Pfirsich. Himbeeren ist nicht so gerade, weil das ja sehr matschig wird. Ich mache es jetzt mal schnell. Jetzt mache ich die Seiten, genau. Viele wollen das mal, ist jetzt modern, dass man den Rest vom Boden noch sieht. Aber viele machen ja jetzt, viele wird der Streuseln ringsrum. Also es kommt wirklich immer auf die Dämen drauf an, was man von Dortendämen hat. Ob das Einhorn ist, ob das eine Geburtstagstorte ist. Viele wollen Schokostreuseln ringsrum, wie die Wünsche halt so sind. Ich habe ja immer andere Themen, ist immer eine Herausforderung. Hier zum Beispiel am Donnerstag habe ich eine Hochzeitstorte. Das ist das Thema Zelta. Musste ich erstmal googeln, was Zelta ist. Viele werden jetzt lachen, das ist natürlich von Sega oder Nintendo irgendwie so solche Figuren. Naja, dann war es erstmal eine Herausforderung, erstmal das überhaupt zu bekommen, ja, die Figuren. Und ja, es wurden wieder extra Wünsche erwünscht, da ich sagte, ich kann noch so gut wie möglich machen. Wie gesagt, ich bin nur Hobbybäcker. Wenn ich das immer im Internet sehe, wie schön die das immer alle machen, bin ich immer ein bisschen neidisch. So, genau, wir nehmen jetzt einen tiefen Teller, mache ich es immer schön rein. Wenn ihr irgendwie ein größeres Gefäß habt, ist immer am besten. Ich mische mal ein bisschen bunt durch. So viele kriegen jetzt einen Schock. Man nimmt die Torte in der Hand. Ich nehme dann die Streuseln und mache die dann schön ringsrum dran drücken. So, dann setze ich sie meistens dann um. Meistens habe ich ja mein goldenes, wie sagt man, Pappenuntersetzer von Torten. Aber weil heute das Fernsehen da ist, kommt das gute Geschirr raus. So, und dann habe ich erstmal den ganzen Dreck weg. So, viele dekorieren meistens jetzt oben drauf, Buttercreme oder halt die Dämtorten kann man jetzt anfangen und dann geht sie ab im Kühlschrank dann. Jetzt fangen wir an mit der Deko. So, das liebe Fernsehteam wollte oben gerne Buttercreme drauf haben, da bekommt ihr noch Buttercreme drauf. Viele haben jetzt so Plastik Spritzbeutel, ich habe noch wie früher die alten Stoff. Finde ich immer viel besser. So, dann schön nach unten ziehen, dass die Luft rausgeht. Ihr werdet es gleich hören. Ich hoffe, es gelingt. Natürlich nicht. So, und dann geht das los. Wir können ja Verschiedenes machen. Viele spritzen Sterne. Ich habe jetzt noch ein bisschen Buttercreme übrig. Viele, die es übrig haben, können das auch gerne eingefrieren. Das macht überhaupt gar nichts. Auch wenn sie gefärbt ist, einfach im Kühlfach schön verschließen. Dann meistens 3-4 Stunden vorher rausholen und dann klappt das. Ah, habt ihr das gehört? Jetzt ist die Luft raus. Fertig. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Rest übrig. Ist ja immer schade wegzuwerfen. Nehme ich den Rest und mache es dann ein bisschen als Deko. So, und da ich mit der Küstenuli unterwegs bin, wir fotografieren und filmen ja immer fürs BLK, setzen wir das hier gerne drauf. Mit dem Handy filme ich immer.
kommt das auch gleich mit drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr hinten gerne was drunter machen. Ich habe ja noch zwei Restteige übrig, Biskuitboden. Mache ich meistens ein kleines bisschen ab und stelle es dahinter, dass dann alles immer schön hochkommt. Oder wie gesagt, ihr drückt das richtig rein. Jetzt ist noch weich. Und wenn das dann alles fertig ist, meistens ein, zwei Stunden im Kühlschrank. Und dann könnt ihr es verschenken oder selber essen. So, als kleine Überraschung habe ich mich gestern Abend noch hierher gesetzt. Und da kommt noch als kleine Überraschung das BLK-TV drauf mit einer kleinen Kamera.